Ja, Freunde, wundert euch nicht. Ich stehe hier in Odessa und da gibt es noch eine Quest, die heißt Schnitzeljagd und die würde ich gerne in Angriff nehmen, weil ich will jetzt mal langsam die Quests, hallo, abarbeiten und weil ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen, kann auch sein, dass noch 50 Folgen kommen oder so, aber so langsam denke ich, dass wir, naja, dem Ende ja einschreiten. Hä? Wo, was? Ach, da oben. Ja, und deswegen will ich jetzt mal Adessa, ja, das dritte Kapitel finden. Naja, gut, aber trotzdem werden wir jetzt mal vorher gucken, was das mit sich auf hat. Was das mit sich, ja. Und dann werden wir schon sehen. Also es ist, es liegt, ich weiß nicht, wie viele Folgen da noch kommen, aber ich möchte das doch ganz gerne abgefrühstückt haben. So, Kapitel 1, erste Pläne. Als ich den Ort das erste Mal erblickte, war er nicht als ein Krater mit einem Funken möglicher Erhabenheit. Aus den nahegelegenen Steinbrüchen von Apotyre wurden weiße Steine ausgegraben, selten anzufinden in die Türe. Aus ihnen wurde mein Meisterwerk geboren. Die Stadt sollte ein leuchtender Juwel unter den roten Felsen sein, eine Rose in der Wüste. Hier begann alles in dieser einfachen Bibliothek. Einst eine Festung, ein Ort des Lernens, ist sie heute so viel mehr. Alle Geschichten beginnen und enden in diesen Hallen des Wissens. Auch eine Geschichte, Leser, die mit euch beginnt. Meine Stadt ist mein Liebeswerk, und wer sie so zu kennen sich müht, wie ich sie kannte, wird belohnt. Es gibt einen Preis, an einem Ort versteckt, an dem jeder ihn findet, der danach sucht. Wenn der Suchende nur vom Geburtsort dieser Stadt bis zu ihrem Ende wandelt. Zuerst errichtete ich das Livarium. Nachdem es fertiggestellt war, wandte ich mich da der Garnison der Prätorianer zu, um die Wahrheiten zu schützen und zu wahren, die wir auf dieser Insel beherbergen. Aha, Adessa 2. Kapitel 2, die Garnison. Es gab viele, die in der Sicherheit stiller Abstimmungen der Meinung vertraten, ein Prätorianergarnison wäre in ein Affront gegen die Grundsätze, auf denen Adessa errichtet wurde. Ihnen sage ich, die Tore des Wissens müssen befestigt werden. Was wir im Livarium haben, was wir mit dem Wohlstand unserer neuen Stadt zeigen möchten, erfordert Schutz. Es erfordert Unterstützung. Die Garnison ist kein Haus des Krieges, der Unterdrückung oder des Konflikts. Sie ist ein Instrument, auf das unsere Gesellschaft zurückgreifen kann, um unser Wissen zu schützen und zu mehren. Das Gebäude ist für die Stadt ebenso wichtig wie das Livarium. Ich sage immer Livarium. So wie die Melancholie für das Sanguinische im Körper wichtig ist. Ohne es wird unser empfindliches Gleichgewicht gestört. Nachdem ich die Arbeit an der Garnison abgeschlossen hatte, begann ich mit dem Bau der Laboratorien. Aha, na gut. Gucken wir mal weiter, wo jetzt der andere Rest ist. Eureka, aber dass ich hier nicht angegriffen werde, wundert mich, ja. Naja, jetzt wieder runter. Einmal rauf, einmal runter. Ja, wenn man rauf muss, muss man irgendwann wieder runter, ne? Ist ja wohl Lego. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist das hier? Laboratorien. Ja, gut. Gut. Oh, hier kriegen wir schon Verfluchte wieder Truppen. Quests. Alter, was ist denn jetzt hier los? Gut, ist aber auch nicht schlimm. Wir werden uns mal hier hoch bemühen. Bin mal gespannt. Bestimmt kriegen wir so ein Buch oder sowas. Ja, das ein Schatz. Ein Buch kann ja auch ein Schatz sein. Schreibtisch. Alte Briefe brauche ich nicht. Nehme ich mal an, dass ich die nicht brauche. Hoppla. Ach so, nee. Wir dieben jetzt nicht. Nein.
Das ist nicht Dieben. Adessa 3, ganz genau. Das vierte Kapitel finden. Na gut, es ist ja nicht so tragisch. Nee, wir werden das aber erst lesen. Halt! Adessa 3, da haben wir es. Ich hoffe nicht, dass das so 1000 Kapitel sind hier. Kapitel 3, die Laboratorien. Doch obwohl unsere Stadt geboren wurde als Ort zum Schutz des Wissens, das unser großartiges Volk in seiner reichen Geschichte angehäuft hat, wollte ich sicherstellen, dass wir unser Wissen auch nach Fertigstellung der Stadt weiter mehren, vielleicht sogar noch intensiver mehren. Und so begann ich mit dem Bau der Laboratorien. Wie seltsam es war, Gänge und Türen zu errichten, in dem Wissen, dass dieses Skelett eines Gebäudes eines Tages vielleicht die Köpfe beherbergen würde, die dem Krieg ein Ende bereiten, das Reisen über große Entfernungen in einem Wimpernschlag ermöglichen oder den Mond so hell leuchten lassen wie die Wüstensonne. Es erfüllt mich mit Demut, doch es stärkte auch meine Entschlossenheit, einen Raum der zeitlosen Experimentierens zu schaffen. In diesem Gebäude gab ich der Kreativität und Genialität unseres Volkes ein Heim, den Qualitäten, die uns von anderen unterscheiden. Erst als es fertiggestellt war, wusste ich, dass wir ein ebenso erhabenes Gebäude für unsere Diplomatie benötigen würden, und so begann ich mit der Arbeit am Domus Politica. Ich nehme mal an, da müssen wir jetzt hin. Ja, pass mal auf, vielleicht erlangen wir ja auch, was weiß ich, Reisen hierhin oder sowas. Ja, ist ja möglich. Ja, das war hier... Oh, ich werde jetzt aber hier keine Quests annehmen. Hey, mach deine Sterne. Hier sind noch mehr. Ach du Schande. Wann soll ich denn mit dem Spiel fertig werden? Na, ich werde auf jeden Fall mal... Ja, super. Ich werde... Je nachdem. Na gut, dann... ich bin echt mal gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt überall, wo ich noch nicht drin war. In dem Sinne, hier war ich ja schon drin. Noch mehr Quests. Ich bin mal gespannt, wie viele Kapitel es gibt. Ich sag ja, ich hoffe nicht 1000 Stück oder so weit. Ja, ist ja alles möglich. Das hier reichlich quetscht und viele Kisten sind hier drin. Oh. Halt. Adessa 5. Das 5. Ah nee, 4 war das. Sorry, ja. Ich ahne es, ehrlich. Das war da. Was weiß ich, wie viele Kapitel noch kriegen. Aber gut, dann muss ich jetzt durch. Es hilft ja alles nichts. Kapitel 4, das Domus Politica. Sorry mal eben ganz kurz. So. Welche Freude liegt in Geschenken, die nicht geteilt werden? Wie sollen wir wissen, dass wir gesegnet sind, wenn es niemanden gibt, uns zu segnen? Die Diplomatie war schon immer der Weg meines Volkes, Bündnisse und Worte zu schmieden, nicht Schwerter. Da wir die Studien der Magie und Philosophie vorantreiben, sollten wir uns nicht bemühen, diese Geschenke mit Völkern zu teilen, die weniger fähig und vorausschauend sind als wir selbst. Und so ließ das Domus Politica errichten. Und so ließ ich das Domus Politica errichten, einen Ort, der unsere Genialität nicht nach innen richtet, sondern nach außen. Ein Haus der Schreiber und der Briefe, in dem der Kompromisse und der Waffenstillstand regieren. Die Stadt nahm Gestalt an und unseren Wohlstand mehrte sich bereits. Und damit wurde deutlich, dass der Handel und die Gelder verwaltet werden mussten. Und so begann die Arbeit am Schatzamt. Also werden wir jetzt zum Schatzamt gehen. Ist doch wohl klar. Nehme ich doch mal schwer an, dass wir jetzt zum Schatzamt müssen. Ja. Na gut, dann soll das so sein. Ich sag ja, wir müssen wahrscheinlich die ganze Bude hier... Ich hoffe, da gibt es eine gute Fähigkeit oder was weiß ich. Was gibt es da noch alles? Zollamt? Die Kneipen? Der Puff? Keine Ahnung. Garantiert gibt es hier ein Bordell. Ja, logisch. Muss es geben, geht gar nicht anders.
Ja, den Kiesel wirst du ja wohl noch klein kriegen, ne? Meine Güte, ne. So, Schatzamt. Hallo? Das Schatzamt gefällt mir. Ach, von dem haben wir ja auch noch. Stimmt. So. Schwuppdiwupp. Jetzt haben wir Adessa 5 und das 6. Kapitel finden. Ja, gut. Ich habe es mir eingebrockt. Jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Geht gar nicht anders. Ja. 5. So. Ja, das ist Kapitel 5. Das Schatzamt. Als ich ein Lehrling war, gab mein Meister mir einen Rat, den ich nie vergessen sollte. Er sagt, der Schlüssel dazu, jemanden bestmöglich zu fördern, sei es, seine Bedürfnisse zu eliminieren. Kein Verstand kann Genialität erreichen, wenn er um das Überleben kämpft oder mit Sorgen beladen ist. Um also den Verstand der Bürger von Adessa bestmöglich zu fördern, beschloss ich, die Institution zu schaffen, die sich ihr ganzes Leben lang um alle ihre Bedürfnisse kümmern sollte. Das Schatzamt. Es sollte die Finanzen der Stadt bereitstellen und verwalten. Damit unsere Gelehrten und Templer ihren genialen Verstand nicht mit so trivialen Dingen belasten müssen und wie alle Dinge, die mein Volk entsinnt und schafft, war das Schatzamt ein großer Erfolg. Schon bald wurden wir von Kaufleuten aus so entfernten Orten wie Ratia als sicheren Hafen für ihre Anlagen angesehen. Und unsere Bankiers revolutionierten die Finanzstrukturen, die unsere Gesellschaft bis dahin verwendete. Nachdem das Schatzamt vollendet war, sah ich, dass nur die Hälfte unserer Bedürfnisse befriedigt waren. Also schuf ich das Arcadium. Aha. Wahrscheinlich kommen auch noch Kampfstätten und was kann da noch alles kommen? Naja, so allerhand. Schauen wir mal, wie viel das wird. Wir waren ja jetzt schon hier in Halleluja, ey. Na gut, ich frage mich wirklich, wie viel? 10? 10 Stück? Ich nehme mal an 10. Ja. 10 ist eine gute Zahl. Finde ich schon. So, Arcadium. Na dann, oh, hier kann man auch einiges verkaufen, aber hier, glaube ich, war ich schon, ja. Da. Adessa 6, das 7. Kapitel finden. Ich hab's geahnt. Ach, egal. Das ist jetzt vollkommen Schnitzel. Genau, bei der Schnitzeljagd ist das Schnitzel. Halt, hier. So, Kapitel 6. Das Arcadium. Jede Stadt braucht einen Markt, so auch Adessa. Doch anstatt einen kitschigen, dreckigen und hektischen Bazar habe ich geschworen, die Künste, in denen wir Gnome wahre Meister sind, das Gemmenschneiden, das Trankenbrauen, das Bücherschreiben in einem Gebäude zu beherbergen, das ihrer Anmut und Ehre würdig ist. Und so war ich entschlossen, das Arcadium zu einem einzigartigen Handelshaus zu machen, einen Heim, das in seiner Erhabenheit den anderen Gebäuden nicht nachsteht. Nachdem diese Gebäude begonnen war, begann ich mit der Arbeit an meinem nächsten Juwel für die Krone, die Basilisca Gnostra. Das könnte jetzt das letzte sein. Ja, doch. Das ist die königliche Basilisca Gnostra, doch, könnte sein. Gut, wo gehen wir denn jetzt da hin? Was benötigt ihr? Da hoch, oder? Ne, jetzt muss ich hier wieder... Okay. Wir müssen jetzt nach unten. Sehr gut. Brrrt, die Insel. Ja, hi, grüß dich. Wo kommt ihr nachher? Halleluja. Die Welle, da sind wir jetzt. Hallo. Ja, hallo, ja. Da sind noch mehr, da hinten noch. Na gut. Halt. Na, komm, jetzt ist aber mal ein Guten, ne? Oha. Hey. Alles nehmen, Nummer 7. Oh, 8. Kapitel finden. Na gut. Gehört zur Quest.
Da kann man nichts machen. Da, Nummer 7. So. Kapitel 7. Die Basilika. Achso, ich habe Basiliska. Basilika. Gnostra. Was kann über die Basilika. Sag mal, Basilika. Basilika. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Gnostra gesagt werden, dass ihr gerecht würde. Ich habe die Wände erbaut und die Decke erschaffen. Gewiss, doch die Hülle verblasst im Vergleich mit dem Inhalt. Dies ist die wahre Krönung aller Mühen, wo wir Experimente und Künste und Arbeiten in Theoreme, Gesetze und Axiome destillieren. Hier finden die göttlichen Wandlungen Entschuldigung, von Erfahrung in Wissen statt. Es ist der Teil dieser Stadt, auf den ich stolz bin. Das und die Erhabenheit des Forums. Na gut. Next one, please. Ist hier irgendwas? 86% nur noch. Handels- ja, ja, hallo. Was? Leck mich fett, du Trottel. Ich sag Trottel und... Ah, ja, 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 ja. Naja, vielleicht machen die Gnome auch immer ein rundes Dutzend daraus. Das ist das. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ja. So, und wie ja? Ja ist ja. Forum. Halt. Hallo? Na gut, das Forum. Aber das müsste doch jetzt mal gut sein. Was mit dem Forum. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber hier bin ich falsch. Halt. Nee, ich dachte, hier geht's runter. Ja. Lust auf eine Plauderei? Nee, nicht wirklich. Ich hab's im Moment eilig. Ich muss eure Stadt hier kennenlernen. Ja, halt. Adessa 8. Oh, wir müssen den Schatz finden. Na, ist es nicht herrlich? So, jetzt lesen wir natürlich das auch noch durch. Irgendwas Banales wird das sein. Ja, ich kann mir nicht vorstellen. So, wie viel ist das auch gut? Kapitel 8, das Forum. Das Forum sollte das letzte Gebäude sein, das ich meinen geliebten Stadt hinterlasse. Und es erfüllt mich mit Wehmut, dass ich zu krank bin, um es vollenden zu sehen. Doch hier wird eines Tages ein Zentrum stehen, in dem alle Gnome eine Stimme haben. Alle Gnome die Worte der gerechten und gütigen Templer hören können. Hier wird das zentrale Glied stehen, das die Stadt zusammenhält, ihr Herz, ihre Seele. Ich weine, wenn ich daran denke, dass ich nicht länger die Pläne skizziere und die Steine auswähle, die diese Stadt bilden. Sekunde. Doch für euch, werter Leser, der mich auf meiner Reise durch diese Stadt begleitet hat, hinterlasse ich ein einfaches Geschenk, sag ich doch. Unter den Bücherstapeln des Livariums ist ein Buch versteckt, das jenen gewidmet ist, die die Redekunst erlernen möchten. Verinnerlicht sein Lehren und nutzt diese Kunst und nach meinem Tod das Wissen, um meine wunderbare Stadt weiterzugeben. Gelion nun hegen. Mhm. Na gut. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Zurück. Was ist jetzt? Ja, Jungs, ich kann euch ja helfen. Geh mal aus dem Weg hier. So. Herzzerreißend. Na? Na? Gut. Na. So, jetzt müssen wir wieder zurück zum Liliarium oder so, ja. Und da muss unter ein Buch. Das müssen wir natürlich auch lesen. Ich sagte ja, das wird irgendwas Banales sein und wie kurz. Ja, gar nicht angefangen, du Netten. Talentbuch, Überzeugung. Oh. Werde ich dann erhöht bestimmt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja gut, das ist nicht schlecht. Ist ein Punkt gespart. Ja. Nee. Da ist es. Oh, 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 oh.
Durch das Lesen dieses Buchs wurde dein Talent überzeugend dauerhaft erhöht. Schön, ich hab's geahnt. Na gut, Kapitel 3 über Rhetorik und ihre Beziehung zum Tatsächlichen. Man kann kaum in die Künste der Rhetorik und Überredung eintauchen, ohne sich zunächst mit der innerherenten Distanz des Mediums zum Tatsächlichen zu beschäftigen oder einfach gesagt vor dem, was wahr ist. Viele meiner Kollegen in der Basilica Nostra sehen keinen Wert im Studium der Rhetorik, da die Rhetorik die äußere Form eines Argumentes in den Mittelpunkt stellt, nicht die faktische Basis des Arguments. Für sie ist jedes Argument, das nicht auf harten, unwiderlegbaren Tatsachen fußt, nichts wert, nicht wert, vorgebracht, verteidigt oder aufrechterhalten zu werden. Doch es gibt eine Welt jenseits der Syllogismus, jenseits der Progression und Postulanten und der Konklusionen des Diskurses. Zudem, und dies mag das Wichtigste sein, gibt es Menschen, für die Fakten nicht von Bedeutung sind. In diesen Zeiten kann das Wissen um die Rhetorik, um Redehaltung, Diktion und Dramatisierung von zentralen Bedeutung sein. Als weiteren Grund, warum das Studium der Rhetorik so zu vermeiden sei, wird von den Schreibern und Gelehrten des Domus Politica oft angeführt, dass das Wissen um die Rhetorik das moralische Gewebe jener, die diese Kunst einsetzen, verderben oder auf andere Weise schädigen könnten. Wie kriegerische oder finanzielle Macht die Flamme des Ehrgeizes in jener schürt, die sie besitzen, so argumentieren jene Kritiker, kann doch gewiss auch die Macht des Einflusses, denn ein in der Rhetorik bewanderter Redner besitzt gleichsam ungezügelten Ehrgeiz, weichen. Angesichts solcher Behauptungen kann ich nur unglaublich resignieren. Die Rhetorik ist das Produkt unserer aufklärenden Verstandes, sie mit kriegerischem Autoritarismus oder der Praxis der Wucherei gleichzusetzen. Sie nur als weiteres Instrument der Unterdrückung darzustellen, ist nachgerade absurd. Nachgerade absurd, Tatsache. Gewiss, die Rhetorik ist ein Mittel zum Zweck. Doch um die Rhetorik zu meistern, muss man seinen Verstand einen Korpus der beste Werke öffnen, die diese Lande bieten. Das Missbehagen von Ballade Oreik Decanus Kerines, 25 und eine Säule und sie verinnerlichen in der Rhetorik zu glänzen, heißt weltlich zu sein. Um überzeugend zu sein, muss man die Dinge von allen Seiten betrachten. Und jenen, die sich selbst von einem Amateur überzeugen lassen, sei gesagt, dass sie geradezu danach betteln, ausgenutzt zu werden. Angesichts dieser Tatsachen, in dem Wissen, dass die Rhetorik ein solch bereits breites Fundament des Wissens erfordert, wie können meine Gegner sich anmaßen zu behaupten, die Rhetorik beugte sich der Korruption? Wie kann ein Verstand, der so viel gesehen hat, solche große Werke studieren und bis ins Kleinste analysiert hat, jeder niedersten Versuchung erliegen? Ist das Streben nach rhetorischen Kunstfertigkeiten nicht im Grunde nur das Streben nach Selbstbeleuchtung? Und wenn dem so ist, wie können wir jemals glauben, dass ein solcher Verstand sich beugen kann? Huh! Ja, oh Mann, ja, das war jetzt echt nicht verkehrt, aber mit dem Dingen machen wir jetzt erstmal Schluss hier und was ich als nächstes mache, wir werden uns wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, lasst euch überraschen und ja, bis zur nächsten Folge.